Das ist Paul. Fürs Training hat Paul sich ein Fitnessarmband gekauft. Es zählt seine Schritte, zeichnet seine GPS-Position auf und sagt ihm, wie viele Kalorien er verbrannt hat. Die Daten werden auch an sein Smartphone übertragen. Hier kann er sich in einer App nützliche Statistiken und Tipps ansehen, um seine sportliche Leistung zu optimieren. Als Paul abends durch Facebook scrollt, wundert er sich aber. Plötzlich bekommt er ganz viel Werbung für allerlei Sportartikel. Woher weiß Facebook denn von seinem Training? Da wir heutzutage fast ständig mit Technologie interagieren, werden über uns alle riesige Mengen an Daten gesammelt. Kaufverhalten, Standorte, Netzwerke, Interessen, Berufliches und noch vieles mehr. Das Sammeln und Verarbeiten dieser Datenmengen bezeichnet man als Big Data. So viele Daten zu verarbeiten ist mit traditionellen Methoden nicht mehr möglich. Stattdessen gibt es große Rechnerzentren, die die Informationen automatisch erfassen, analysieren und auswerten. Diese automatische Datenverarbeitung bringt tolle Vorteile, zum Beispiel in der Medizin, in der Logistik oder für die Entwicklung neuer Produkte. Kritiker befürchten aber auch, dass die Privatsphäre der Kunden in Gefahr ist. Sie warnen davor, dass Großunternehmen wie Facebook und Google zu viel Macht bekommen könnten und fragen, was passiert, wenn solche Informationen in die falschen Hände geraten.